Herr Professor Kühn, herzlich willkommen wieder dieses Jahr 2011 beim größten Brustkrebskongress, dem San Antonio Brustkrebssymposium. Es gab spannende Daten, aber ich möchte erstmal so ein bisschen einen Ausflug machen in die vergangenen Jahre. Wenn ich zurückgucke, 20 Jahre, da hat man doch noch sehr aggressiv vorgegangen. Die Brust wurde entfernt bei Brustkrebs, die Lymphknoten wurden entfernt. Dann kam das so um das Jahr 2000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat man sich den Wächterlymphknoten angeschaut. Wenn der positiv war, das heißt eine Metastase hatte, dann war die Indikation, dass die Lymphknoten entfernt werden mussten mit all ihren Nebenwirkungen, wie zum Beispiel einem Lymphödem oder Schmerzen im Arm. Nun, heute war ein interessanter Vortrag, der einen ganz neuen Einblick uns gewährt, nämlich, dass man eventuell die Achsel in Ruhe lässt, auch wenn eine sogenannte Mikrometastase im Wächterlymphknoten ist. Dazu würden wir gerne mehr hören. Ja, ich darf vielleicht erst noch mal bestätigen und auch wiederholen, dass wir innerhalb der letzten 10 Jahre eine wahrhaftig sehr positive Entwicklung erlebt haben, eine sehr schnelle Entwicklung, was die Operationen der Achselhöhle anbelangt. Wir haben, wie Sie sagen, vor 10 Jahren bei allen Patientinnen die Achselhöhle komplett ausgeräumt, auch bei denen, die nur ganz kleine Tumoren von 2 oder 3 Millimetern hatten. Wir haben das damals im Übrigen an der Universitätsfrauenklinik in Ulm aufgegriffen, dieses Thema, und versucht, verschiedene Techniken zu entwickeln, wie wir eben auch Frauen identifizieren können, die negative Wächterlymphknoten haben. Es wurden verschiedene Dinge ausprobiert, es wurden bildgebende Verfahren wie PET, es wurde endoskopisch operiert, aber durchgesetzt hat sich letzten Endes der Wächterlymphknoten oder die Sentinel Node Biopsie. Und sie wurde dann in den ersten Jahren zunächst nur bei sehr kleinen Tumoren durchgeführt. Aber der Druck letzten Endes, auch von Patientenseite, weil wir wirklich viele Frauen übertherapiert haben, war so hoch, dass sich diese Technik sehr, sehr schnell durchgesetzt hat in Deutschland und auch international. Und was dabei bemerkenswert ist, sie hat sich eigentlich durchgesetzt, bevor wir das, was wir eigentlich erwarten, große randomisierte Studien haben. Die hatten wir noch gar nicht. Aber wir waren so überzeugt von dieser Technik, dass wir in Deutschland 2004 über die Deutsche Gesellschaft für Senologie einen breiten Konsensus über alle Fächer hinweg erarbeitet haben und damals die Sentinel-Node-Biopsie eingeführt haben, obwohl sie noch nicht in Leitlinien waren, obwohl sie auch wir noch keine randomisierten Studien hatten. Und ist dann in den Folgen passiert, dass die Sentinel Node Biopsie sich nicht nur bei den kleinen, sondern auch bei den großen Tumoren durchgesetzt hat und letztlich eigentlich bei allen, für alle Patienten angewendet werden konnte, bei denen der Lymphknotenstatus bestimmt werden sollte, wo wir also nicht wussten, haben sie negative oder positive Lymphknoten. Was jetzt die Diskussion in der Tat, wie Sie sagen, revolutioniert, ist die Frage, müssen wir denn auch bei Patienten, die einen positiven Lymphknoten haben, immer die Achselhöhle operieren. Und hier hat es in der Tat auf dem Kongress heute einen Beitrag gegeben von Frau Galimberti aus Italien, von der IBCSG, die eine randomisierte Studie über Mikrometastasen durchgeführt haben, eine große internationale Studie, und gesehen haben, dass wenn eine Mikrometastase im Sentinel Node vorliegt und man die Axilla in Ruhe lässt, also nicht operiert, dass man kein schlechteres Outcome hat. Jetzt muss man allerdings zu dieser Studie kritisch anmerken, dass es zum einen nicht die erste Studie zu dem Thema war, sondern dass wir die Frage, ob wir die Achselhöhle in Ruhe lassen können, schon seit einem Jahr diskutieren. Hier ist nämlich von den Amerikanern eine große Studie, die sogenannte ACUSOC Z0011-Studie, erschienen mit der gleichen Fragestellung. Und das Zweite, was ein bisschen bedauerlich war auf dem Kongress, ist, dass diese Studie vorgestellt wurde, bevor die Daten wirklich ausgewertet waren. So konnten wichtige Fragen nicht beantwortet werden, beispielsweise bei Frauen, die eine Mastektomie erhalten haben, sind sie bestrahlt worden, haben sie eine Brustentfernung haben. Ich darf vielleicht vorausschicken, die Diskussion um die Fragestellung, ob wir alle Patienten mit einem positiven Wächterlymphknoten operieren müssen, die führen wir eigentlich seit einem Jahr. Und dort wurde diese schon zitierte Studie von Armando Giuliano, der im Übrigen auf diesem Kongress geehrt worden ist, mit einem großen Preis bedacht worden ist, weil er sehr, sehr viel dafür getan hat, dass die Radikalität der Axilloperation zurückgenommen wurde. Armando Giuliano hat diese große Z0011-Studie publiziert, und hier wurden Frauen eingebracht, die nicht nur Mikrometastasen, also Metastasen, die kleiner als 2 Millimeter sind, sondern auch Makrometastasen. Das sind Metastasen, die größer als 2 Millimeter sind, also richtig große Beteiligung der Lymphknoten haben.
Und auch hier ist bei Frauen, die eine brusterhaltende Operation erhalten haben, dann auch eine Strahlentherapie, auch hier ist auf die Achselhöhlen, die lymphknotenentfernende Achselhöhle verzichtet worden. Und auch in dieser Arbeit ist kein Vorteil gesehen worden durch die Entfernung der Lymphknoten in der Achselhöhle. Das ist eigentlich die viel bedeutendere Studie, weil sie auch Frauen eingeschlossen hat, die größere Lymphknotenbeteiligung hat. Über 2 Millimeter. Was wir also heute gesehen haben von der IBCSG, ist eigentlich eine Bestätigung einer Entscheidung, die wir schon in St. Gallen im Frühjahr diesen Jahres gesehen haben, dass bei Mikrometastasen die Achselhöhle nicht mehr operiert werden soll. Das ist also eigentlich schon in Leitlinien festgelegt. Das hat auch die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie schon im Februar gesagt. St. Gallen hat es nochmal bestätigt. Und diese Studie hat es nochmal bestätigt, wobei es noch einige Fragen gibt, die wirklich auch noch erläutert werden sollte. Und das ist vielleicht etwas, was dann so ein bisschen bedauerlich ist. Wir würden gerne die fertigen Studien auch präsentiert bekommen. Ich denke, dass die Begeisterung einfach so groß war, dass es einfach zu verführerisch war, hier in San Antonio nicht die Daten jetzt schon zu präsentieren. Ja, das ist vielleicht eine kritische Bemerkung, dass zum Teil Daten unter Druck präsentiert werden, ohne dass sie endgültig vorliegen. Auch das darf man vielleicht mal an der Stelle sagen. Trotzdem, wir wollen auf das Thema hinaus, können wir die Radikalität zurücknehmen? Und hier ist in der Tat eine Entwicklung deutlich absehbar. Aber auch hier müssen wir sehr vorsichtig sein, denn wir wollen nicht vorschnell reagieren. Wir haben die Frage des Verzichtes auf die Axillardissektion nun ein Jahr lang sehr, sehr intensiv diskutiert. Wir haben auch diskutieren müssen, dass die Studie, die von Armando Giuliano publiziert worden ist, die Grundlage für die Überlegung ist, auf die Operation von Achsellymphknoten zu verzichten, dass diese Studie erhebliche methodische Mängel hat. Das geben auch die Autoren selber zu. So wurde ein sehr niedrig Risikokollektiv behandelt. Auch in dieser Studie hatten fast 50% der Patienten am Ende Mikrometastasen. Und es gibt noch verschiedene andere Dinge, die hinterfragt werden müssen. Insofern glaube ich, dass dies auf der einen Seite eine wichtige Studie war, weil wir sehen, wir werden wahrscheinlich in der Zukunft weniger radikal operieren können. Aber es ist noch nicht eindeutig klar, ob wir wirklich bei allen Frauen, die Einschlusskriterien für diese Studie erfüllen, nämlich 1 bis 2 befallene Lymphknoten, Sentinel-Lymphknoten haben, brusterhaltend operiert werden und eine Bestrahlung bekommen, ob wir wirklich bei allen Frauen auf die Entfernung der Achselhöhlen-Lymphknoten entfernen können. Es gab zu dieser Frage mehrere Konsensus-Meetings. Die Österreicher haben vor wenigen Monaten in Innsbruck hierzu eine sehr schöne Veranstaltung auch durchgeführt. Es kristallisiert sich ein bisschen heraus, dass wir sagen, bei Frauen, die einen positiven Wächterlymphknoten haben und in das Kollektiv, dem Kollektiv zuzuordnen sind, die Z011-Studie behandelt hat, dass wir innerhalb dieses Kollektivs mit den Frauen gemeinsam diskutieren müssen, ob wir die Axilla operieren oder nicht. Es ist keinesfalls der neue Standard, es nicht zu tun, sondern wir haben aufgrund der Mängel der Studien noch Ungewissheiten. Wir müssen hier die Frauen auch mit ins Boot nehmen und müssen das individuell entscheiden, denn es gibt durchaus auch in diesem Kollektiv von Frauen Patienten mit einem hohen Risiko, wo keiner das Risiko eingehen würde. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wir beziehen ja immer mehr auch die Tumorbiologie mit ein, dass man eventuell doch hier schauen muss, auch wenn eventuell kleiner Tumor eine Mikrometastase kann es trotzdem eine hochaggressive Erkrankung sein, sodass man also nicht pauschal sagen kann, das, was wir jetzt heute erfahren haben, das kann jetzt sehr, sehr schnell Standard werden, sondern wie Sie sagen, da muss man noch viel genauer hinschauen und die Risiken auch eventuell Marker mit einbeziehen, um zu sagen, hier kann man wirklich die Frau in Ruhe ohne die Operation lassen, ohne dass sie das Risiko hat, wieder zu erkranken. Ich denke, das ist absolut richtig, weil das Risiko wird natürlich auch festgelegt durch die Biologie der Erkrankung, durch die Aggressivität des Tumors. Die zweite Frage, die beantwortet werden muss, ist die Frage, warum sind denn diese Lymphknoten, die ja bei einigen Frauen dann belassen worden sind, die tumorbefallenen Lymphknoten, die ja offensichtlich noch da waren, warum sind die klinisch nicht in Erscheinung getreten und haben nichts gemacht? Ich denke, bevor wir verzichten, in dem Wissen, da ist noch Tumor, sollten wir eine Erklärung haben, warum dieser Tumor am Ende nicht aktiv wird. Eine mögliche Erklärung ist die, dass die Frauen, die ja alle eine Bestrahlung der Brust bekommen haben, dass der Effekt der Bestrahlung, die auch
auf die Axilla geht, dass die Lymphknoten aus diesem Grunde nicht in Erscheinung getreten ist. Das ist das Wahrscheinlichste. Wenn dem aber so ist, dann müssen wir auch die Felder der Achselhöhle in irgendeiner Weise mit einbeziehen. Wir müssen sie als Ziel mit definieren, denn bisher ist ja nur die Brust Ziel der Bestrahlung. Das heißt, es hängt am Ende davon ab, wie die Form der Brust ist, ob Bestrahlung in der Axilla ankommt oder nicht. Und dann wäre hier für Frauen, die eine ptotische Brust haben, beispielsweise ein erhöhtes Risiko da. Hier müssen wir noch mehr wissen, bevor wir wirklich einen neuen Standard erklären. Herr Professor Kühn, Sie sind seit vielen Jahren Ansprechpartner, gerade zu diesem Thema. Wenn ich jetzt als Patientin zu Ihnen kommen würde, mit all den Daten, die wir jetzt haben, aber mit den Abers auch, wie würden Sie mich behandeln mit einem lymphbefallenen Lymphknoten, der eben nicht sehr groß ist? Würden Sie jetzt sagen, wir lassen die Axilla in Ruhe oder wir warten noch die weitere Daten ab? Also ich denke, das Erste ist zunächst einmal, was wir verändert haben nach den neuen Ergebnissen, dass wir keinen Schnellschnitt in der Operation machen und dann in der Operation fortführen oder nicht. Weil wir der Meinung sind, dass diese Frage individuell mit der Patientin besprochen werden muss. Wir müssen die Risiken darlegen, wir müssen die Chancen darlegen. Und das erfordert ein intensives Gespräch. Wenn wir bedenken, dass 90% glücklicherweise der Frauen, die wir operieren, gar keine befallenen Lymphknoten haben, dann gibt es keinen Sinn, mit all diesen Frauen diese komplexe Problematik im Vorfeld einer Operation zu besprechen, weil sie haben genug andere Dinge, die zu bedenken sind. Wir wollen diese Problematik intensiv mit den Frauen besprechen, die wirklich betroffen sind. Und deshalb machen wir das nicht in der Operation. Wenn wir sehen, dass dann ein Lymphknoten betroffen ist, dann setzen wir uns zusammen. Wir erklären auch die Datenlage und es gibt die Möglichkeit auch über sogenannte Nomogramme, das sind elektronische Rechenmodelle, in die man bestimmte Daten eingeben kann und dann die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen kann, ob noch andere Lymphknoten befallen sind oder nicht. Das heißt, wir können mit sehr klaren Daten uns zusammensetzen mit der Patientin. Wir würden uns beispielsweise zusammensetzen und wir würden ich würde mit Ihnen die Vor- und Nachteile besprechen. Ich würde nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch, denn keiner weiß heute, ob das eine oder das andere richtig oder falsch ist. Natürlich würden wir eine Gewichtung vornehmen und sagen, wenn Sie einen Tumor haben mit einer sehr günstigen Biologie, dass wir dann sagen, also hier sehen wir ein relativ geringes Risiko. Natürlich spielt auch hinein, spielen Sie Geige, sind Sie irgendwo, ja, ist es ganz, ganz wichtig auch für die Lebensqualität, die maximale Funktion des Armes zu haben oder nicht, bewegen Sie sich wenig oder gar nicht. All das sind Dinge, die nur ganz individuell entschieden werden müssen und es muss einfach so sein, dass wir ganz deutlich sagen, wir haben keine klare Datenlage, die eine eindeutige Entscheidung ermöglicht. Was macht, nur ganz kurz, was macht die Sentina-Studie, an der wir natürlich von Brustkrebs Deutschland auch sehr interessiert sind, die wir auch mitfinanzieren, was ist so der neueste Stand? Nun, über die Sentina-Studie sind wir natürlich besonders stolz. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass Brustkrebs Deutschland Hauptsponsor dieser Studie ist. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben, glaube ich, dass eine so große und wichtige Studie durch einen Verein unterstützt worden ist. Die Sentina-Studie ist die größte operative Studie zum Mammakarzinom weltweit. Und wir sind stolz darauf, dass wir diese Studie auch mit einem relativ geringen Budget bewältigen. Sie wissen, Medikamentenstudien haben ein Budget von Millionen und wir kommen mit einem fünfstelligen Betrag aus. Das ist nur deshalb möglich, weil wir sehr engagierte Organisationen, Unterstützer haben wie Brustkrebs Deutschland. Wir haben auch viele engagierte Ärztinnen und Ärzte, die sich an dieser Studie beteiligen. Wir haben mittlerweile 2000 Patienten rekrutiert. Wir haben den ersten Teil der Ergebnisse eingereicht für den European Breast Cancer Conference, die in Wien im nächsten Jahr stattfinden wird. Und wir hoffen mit etwas Glück und einem Endspurt in der Rekrutierung, dass wir möglicherweise im Dezember des kommenden Jahres die Endergebnisse für Sentina hier auf dem San Antonio Breast Cancer Meeting vorstellen können. Aber auf jeden Fall schon mal ein Lichtblick, eventuell in Wien was zu erfahren. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kühn. Ganz herzlichen Dank Ihnen.